Frau Martius, die neunte und letzte Spielregel im Fairplay-Franchising lautet: Konsequenz ist wichtiger als Strenge, was wahrscheinlich jeder Pädagoge bestätigen kann. Ja, das ist richtig. Vielleicht kommt es auch ein bisschen aus meinem Umfeld. Sie wissen ja, dass mein Mann eigentlich Musiklehrer ist und Konsequenz ist wichtiger als Strenge. Ist deswegen vielleicht zur Spielregel geworden, weil ich immer wieder erlebe, dass Franchisegeber oft glauben, sie müssen ganz besonders streng sein. Ja? Und insbesondere dann eben, wenn sie von Anfang an nicht konsequent waren. Wobei man Konsequenz jetzt nicht vergleichen darf oder nicht verwechseln darf mit Sturheit, ja? Sondern Konsequenz bedeutet, dass ich mir von vornherein sicher bin und weiß, was sind die Erfolgsfaktoren meines Franchisings und auch sehr konsequent, mit sehr viel Klarheit, das von meinen Franchise-Partnern fordere. Oder umgekehrt als Franchise-Nehmer auch mit sehr viel Klarheit und Konsequenz, ja, aufzeigen kann, was ich bereit bin, in ein System einzubringen. Ja. Diese Konsequenz ist letztendlich eigentlich eine, oder das konsequente Handeln, ja, ist eigentlich eine unabdingbare Notwendigkeit dafür, dass es auf Dauer gut geht. Ja. Weil wenn ich zunächst zwar Spielregeln aufstelle, dann aber aus irgendwelchen Gründen sozusagen diese Spielregeln nicht nachvollziehe und plötzlich merke ich aber, eigentlich wäre es wichtig gewesen, ja, dann werde ich eben streng. Ja. Und Strenge wird oft nicht wirklich vertragen, weil es uns zu sehr in Kindheitserinnerungen vielleicht zurückführt. Und Konsequenz ist letztendlich auch eine Art von Wertschätzung und Anerkennung. Denn wenn ich bereit bin, die Spielregeln eines Systems als Franchise-Nehmer konsequent umzusetzen, wertschätze ich auch das, was der Franchise-Geber entwickelt hat. Und umgekehrt, wenn ich als Franchise-Geber anerkenne und sehe, wie sehr Franchise-Nehmer bereit sind, dem Erfolgskonzept zu folgen, ist das ja auch eine Art von Wertschätzung und Anerkennung. Ja? Was allerdings ganz wichtig ist, und da waren wir ja in den anderen Interviews auch schon bei dem Thema Trennung dran, ja, dass wenn ich erkenne als Franchise-Geber oder auch als Franchise-Nehmer, dass ich nicht mehr bereit bin, konsequent, ja, den Spielregeln zu folgen, dann sollte ich auch nicht mehr als Franchise-Nehmer quasi in dieses Erfolgskonzept gedrängt sein. Und dann ist es Zeit, über Trennung nachzudenken. Vielen Dank für das Interview. Bitteschön.